Pfeffer, bei der letzten Übung gefühlter Puls? 225. Nein, aber ich denke mal, dass es am Anschlag war. Ich weiß auf jeden Fall jetzt eins, man sollte denn das Maul nicht so aufreißen, sondern vorher mal die Übungen, die so leicht klingen, probieren. Was sagst du zu den Übungen? Ja, die haben sich da was einfallen lassen. Ich glaube, der Toni Schulte hat da schlaflose Nächte gehabt, dass ihm das eingefallen ist. Aber ich denke mal, so kann man auch eine Auswahl treffen, die dann letztendlich mitstreitet mit den Profis und mit den Legenden. Also ich muss sagen, die haben das teilweise grandios gemacht. Ich weiß nicht, aber haben sie es geübt? Ich glaube nicht, weil die wussten nicht, welche Übung kommt. Also wirklich gut, es war nicht leicht. Super. Das Beurteilen ist ziemlich schwer, weil man sich selber schwer hineinversetzen kann, wie die Schwierigkeiten bei den Übungen wirklich sind. Zum Teil zumindest, ein paar von den Übungen natürlich probiert man selber, nachher tut man es ja ein bisschen leichter. Groß und Ganzen sieht man schon, was interessant ist, nämlich, dass einige Kandidaten doch einige Inselfähigkeiten haben, sage ich mal. Das heißt, sie sind ein paar Sachen sind total neben der Rolle quasi und bei anderen Sachen wieder sind sie wirklich top. Und das ist schon was ganz was Schwieriges, dass man da ein gutes Mittelmaß nachher findet, auch in der quasi Bewertung. Und was sagst du zu den Kandidaten, was du jetzt ein bisschen gut sehen können? Ja, ich bin ganz begeistert. Ich habe das jetzt selbst das mit den Bällen probiert. Ich bin kläglich gescheitert, ich muss ganz ehrlich zugeben. Freust du dich schon aufs Finale? Wirst du da auch dabei sein? Ja, ich werde mir das live geben. Ich bin sowieso ein Fan dieses sportive Zehnkampfes. Auch seinerzeit, wie es gelaufen ist mit Bittner und Co. Also war sensationell und ich war da immer live dabei. Ich glaube, die Vielseitigkeit ist entscheidend, dass man alles ein bisschen kann. Nutzt nichts, wenn man irgendwo perfekt ist und das andere gar nicht kann. Dann muss man natürlich, darum ist ja auch die Jury da, Charme haben, Ausstrahlung, Persönlichkeit und das einfach auch gut transportieren und rüberbringen. Also super Typ sein, wie gesagt. Hättest du jetzt schon einen Favoriten? Ich habe mir es noch nicht so genau angeschaut. Also optisch natürlich, aber so sportlich weiß ich noch nicht. Muss ich noch ein bisschen genauer schauen. Das wird schön sein, wie man da die Mischung findet zwischen den aktuellen Profis, zwischen den Amateuren sozusagen und auch den ehemaligen Spitzensportlern. Also es wird schon sehr interessant. Na gut, dann gutes Beraten noch, gute letzte Runde bei den Kandidaten abchecken und ja, ich bin sicher, ihr findet den richtigen. Ich hoffe auch. Wir sind nur mit der Herzen.